Großbritannien und Deutschland werden unterzeichnen, was die britische Regierung als bedeutende Verteidigungsvereinbarung bezeichnet, die darauf abzielt, Sicherheit, Investitionen und Arbeitsplätze zu erhöhen. Laut der Vereinbarung wird das deutsche Verteidigungsunternehmen Rheinmetall eine neue Fabrik im Vereinigten Königreich eröffnen, um Rohre für Artilleriewaffen zu produzieren, was über 400 Arbeitsplätze schaffen wird. Beide Länder werden zusammenarbeiten, um Drohnen und eine neue Langstreckenrakete zu entwickeln. Deutsche maritime Überwachungsflugzeuge werden auch regelmäßig mit den Patrouillen des Nordatlantiks von der RAF-Basis in Lossimuth, Schottland, fliegen. Die Leber-Partei versprach, engere militärische Beziehungen zu Deutschland aufzubauen, während sie in der Opposition war. Und dies ist Teil eines breiteren Vorstoßes dieser Regierung, die Beziehungen zu wichtigen europäischen Verbündeten nach dem Brexit wiederherzustellen. Der deutsche Botschafter im Vereinigten Königreich, Miguel Berger, sagte, dass die Europäische Kommission in den nächsten fünf Jahren einen sehr starken Fokus auf die Verteidigung haben werde und es Raum für das Vereinigte Königreich gebe, sich zu beteiligen. Natürlich ist die Frage, welche Rolle könnte die britische Verteidigungsindustrie und die Fähigkeiten des Vereinigten Königreichs in diesem gemeinsamen Bestreben spielen, sagte er der BBC. Das Vereinigte Königreich hat bereits einen Verteidigungspakt mit Frankreich, den Lancaster-Vertrag, der 2010 von David Cameron und Nicolas Sarkozy unterzeichnet wurde, aber dies ist der erste mit Deutschland. Deutschland und Großbritannien sind die beiden größten Verteidigungsausgeber in Europa und die größten europäischen Militärspender für die Ukraine. Verteidigungsminister John Healy sagte, dies sei ein historischer Moment, der die Streitkräfte und Verteidigungsindustrien beider Länder näher zusammenbringt. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, dass die Vereinbarung Europa und die NATO stärken werde. Wir dürfen die Sicherheit in Europa nicht für selbstverständlich halten, sagte er und fügte hinzu, dass die laufenden Projekte auch für andere Partner offen sein werden. In Wirklichkeit arbeiten beide Länder bereits als Mitglieder der NATO Allianz zusammen. In einem gemeinsamen Unternehmen bauen sie auch neue Panzer und gepanzerte Fahrzeuge für die British Army, wobei Rheinmetall aus Deutschland und RBSL, das von BAE-Systems im Vereinigten Königreich gegründet wurde, daran arbeiten, das gepanzerte Kampffahrzeug Boxer und den neuesten Challenger 3-Panzer in Telford, Schropshire, zu produzieren.